herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Hallo. So, Abzocke geht weiter. Das wird unser neues Geschäftsmodell. Oder ist ja eigentlich schon unser Geschäftsmodell. Können schon sagen, das ist es was schon. Was für wird. Es genau. Ist es ja schon. Du zockst jetzt welches Feld ab? Eins. Feld, oh ja, gerade angenommen. Was ist da drauf? Was ist eigentlich? Da ist Mais drauf. Schmeiß. Ja, das ist voll gut. Dann können wir Feld 14 dann später auch noch abzocken. Feld 3 ist auch... Achso, nee, das ist aber fertig. Der Bug gibt's nicht mehr, dass man den Drescher dann weiter benutzen kann, ne? Stimmt. Aber wenn es den nicht mehr gibt, vielleicht ist, bis du fertig bist, auch Feld 14 als Auftrag da. Das kann so sein. Dann schließen wir den Auftrag auf Feld 1 nicht ab und benutzen trotzdem den Drescher. Weißt du, dass du mit dem Drescher einfach rüberfährst und dann dort weitermachst? Mit was für einem Drescher fährst du denn da lang? Weiß ich. Der Tiger. Wo fährst du hin? Zu Feld 1. Du fährst falsch. Nee, du musst nicht. Bei der Schafweide hinten rausfahren. Nö. Das Feld ist unten. Da mache ich einen Umweg. Ach so, vom Händler aus nicht. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich dachte, du kommst vom Hof. Klar, wir haben auch 5 Drescher am Hof. Echt? Wusste ich gar nicht. Um Ernteaufträge zu machen. Wir haben 500. Wusste ich gar nicht. Deswegen leihe ich mir die Geräte aus dafür. Ja klar, mache ich auch immer so. Ja klar. Eigene Geräte, warum sollte man sie nutzen? Ganz ehrlich. Völlig unnötig. Muss man ja danach wieder putzen und alles. Ja. So, ich habe hier schon mal den Zetor mit Anhänger noch hergestellt. Damit ich dann nicht nachher wegfahren muss. Falls der große Krampe-Bandit voll ist. Oh, das ist ja süß. Ich habe einen T6 mit einem Krampe bekommen. Das ist ja richtig süß. Oh, knuffig. Das ist ja wirklich knuffig. Gut, gut, gut. Also ich glaube, mein Drescher hier, und er hat jetzt 52% Schneidwerk Schaden. Mhm. Ich glaube aber, der hält durch. Ich glaube, das Schneidwerk hat echt einen Schaden. Total. Wortwörtlich. Hattest du schon mal Geräte, die auf Null waren? Also 100% Schaden? Ich glaube schon. Okay. Was ist da dann passiert? Du meinst auf Null, wenn man sie kauft, sind sie auf Null. Genau, deshalb meine ich 100% Schaden. Hast du schon mal gehabt? Ich glaube schon. Also da passiert nichts Besonderes, außer dass es halt kaputt ist. Was hat der Mann auch erwartet? Genau, es ist, ich weiß nicht, ob du darauf raus willst, aber darauf will ich raus. Es ist kaputt. Das heißt, man kann es nicht mehr reparieren. Echt? Ja. Also... Doch, hatte ich schon ein paar Mal. Also 100% was? Schaden, dann konnte ich es nicht mehr reparieren. Also? Doch. Glaube ich dir nicht. Dann mache ich das Schneidwerk jetzt auf nur 100% und dann siehst du es. Och. Ja toll, dann können wir den nicht mehr reparieren. Wenn das stimmen sollte. Ja. Richtig. Mach das nicht. Wenn, dann machen wir das mal bei was anderem. Aber ich meine wirklich, dass es so war. So, ich habe die Hälfte, glaube ich, jetzt hier runter gearbeitet schon. 48%. So. Oh, Hafer ist bei 1040. Bist du noch da? Tigerfarm.
Oh, ich glaube, der hat schon wieder einen Disconnect. Achso, ne, der ist gemutet. Okay, alles gut. Da bin ich wieder. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, du hattest einen Disconnect. Nee. Darf man nur nicht mal auf Klo gehen? Nein, nicht während der Aufnahme. Standard. Ja, man muss man. Ja. Oder soll ich mir auf dem Stuhl kacken oder was auch immer? Oder pinkeln. Müsste das jetzt sein? Ja. Leute, was noch erwähnt sein soll und wird und muss, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gar nicht da. Das ist von langer Hand vorproduziert, ungefähr seit 2 Wochen. Da ich mal 2 Wochen nicht da bin und keine neuen Videos produzieren kann und im Urlaub bin. Hauptberuflich habe ich 2,5 Wochen Urlaub und deshalb haben wir die Zeit kurz vorher noch genutzt, dass ich einfach Videos vorproduzieren kann. Ach, du bist gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Also och. Ich bin auch während das Video läuft nicht zu Hause wahrscheinlich. Deshalb musste das vorproduziert werden. Das hat sich falsch verstanden. Was hast du denn verstanden? Ich habe verstanden, dass du nur immer auf Ausflügen bist oder so. Ich bin wahrscheinlich zeitweise, also ich weiß es jetzt noch nicht, das entscheidet man relativ spontan. Ich bin zeitweise gar nicht zu Hause und zeitweise wahrscheinlich schon zu Hause, aber nicht verfügbar für Aufnahmen. Deshalb mal auch ein bisschen YouTube-Pause machen, auch wenn es vorproduziert ist. Oh ne, jetzt bin ich gleich voll, will ich doch abtanken. Sollen Form umdrehen. Ja, voll ist, sollte man sich abtanken, das ist schon richtig. Ja, ich habe gedacht, es reicht nochmal für eine Bahn. Ach, einfach nicht denken. So. Ah, ich mag den John Deere. Ich mag ihn einfach. Oh, heute ist mir auch, also heute Aufnahmetag, ist mir auch ein niegelnagelneuer Johnny entgegengekommen. Ich liebe mein Fendt. Na, gibt nichts Schöneres wie ein John Deere. Hm? Nichts. Mein Radio ist so laut. John Deere, beste. Nee. Wer gelbe Felgen kauft, der ist pleite. Dann passt's doch. Der hat kein Geld. Dann passt's doch. So. Dein Fortschritt ist schon 56%. Ja, und ich habe schon 30.000 Liter Weizen. Das ist auch schon ganz ordentlich. Wenn man so will, wären das 30.000 Liter Saatgut. Ist das wirklich 1 zu 1? Ja. Okay. Du musst halt die Beize musst du dazu kaufen. Das ist immer noch so ein Faktor, wo kostet. Was ja nicht viel, oder? Nee, ist 500 für 2K, glaube ich. Ja, irgendwie so war das. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwas in der Käserei hatten. 221 Butter. Und gerade noch hier 2 Käse raus. Käse haben wir einige. 9 im Moment. 10. Ich bin nach einer Vorgewinnrunde 53% voll. Das ist gut. Ich weiß.
Ist gut, das gibt Geld, Geld, Geld. Ich guck mal gerade, ob ich noch was tun kann, aber ich glaube. Da müssen wir im Moment nicht so. Wir könnten eventuell noch eine Ladung Kühe holen. Oder GPS in den Drescher einbauen. Wo stehst du denn hier? Voll am Hang, im Gebüsch. Klar. Was machst du? Ich tank dich ab. Ich bin erst 62% voll. Ist egal, kannst du weiterfahren. Mach mal ruhig. Tank ab. Das hat ja geholfen. Tank ab, los. Nachher bete ich dir das nicht mehr an. Och, Alter, immer diese Nervensägen. Oh, vor allem voll die gute Mission. Was? Ja, der Drescherarm kommt nicht mal über den Anhänger. Der ist hängen geblieben beim Ausfahren. Na klar, Kratzer waren eh schon drin, also. Na, ist ja nur ein Masse. Genau, ist nur ein Masse. Ist leer, gell? Jetzt. So, ich wollte mal hier nur Holland fahren, weißt du? So, wir sind gerade richtig produktiv und wir verdienen auch ordentlich Geld, auch wenn das bei uns auf dem Konto im Moment noch nicht ankommt. Sogar ich bin produktiv. Ja, das wird die abzocken, das hat ja ein bisschen gut getan. Ich habe aber auch vorher schon gut gearbeitet. Was? Genau. Hackschnitzel gibt 906 Euro. Das ist, glaube ich, relativ hoch. Das ist sehr hoch, finde ich. Ich glaube, sonst kriegt man nur 100 oder sowas. Auf der Schwarzen, glaube ich, so 300. Aber 900 ist schon übel. Das ist was ich nehme. So, ich hoffe mal, dass das vielleicht alles nur in den einen Anhänger reingeht. Ich hoffe mal, dass ich überhaupt noch dreschen kann. Warum nicht? Mit einem gebrochenen Bein. Hä? Warum gebrochenes Bein? Keine Ahnung. Frag mein Gehirn. Hast du dir wirklich das Bein gebrochen? Nein. Kommst du dann auf so einen Käse? Keine Ahnung, frag mein Gehirn. Nee, lieber nicht. Nicht? Nee. Dann frag meinen IQ. Ich hab gestern die RP-Folgen von Samstag und Sonntag geschnitten, ey. Ach Gott, ja. Die ja. Das war ja wieder eine Katastrophe. Ah, yeah. Wie lang sind die Folgen da? Keine Ahnung. 17 Minuten? 18? Ja, es ist ja noch normal. Ja, trotzdem. Es waren wieder zwei Folgen, die einfach für ein Hintern waren. Nicht produktiv. Doch, ich wollte einfach mal nur ins Gefängnis kommen. Weil, das wärst ja auch schneller gekommen, glaube ich. Nö. War schon der genau richtige Zeitpunkt. Also ich rede gerade von den Folgen Schwatzing RP von letzter Woche Samstag und Sonntag. Nur, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Große Nachfrage bei Diesel. Ja, aber wie viel ist das jetzt?
Das ist halt die Frage. Vor allem haben wir keinen Referenzwert, weißt? Also du weißt ja nicht, große Nachfrage heißt ja nicht immer, dass der Preis der beste ist. Ja. Ich denke, das könnte man mal in der nächsten Folge ausprobieren, was das, was der Diesel bringt. Müssen wir aber, glaube ich, nur ein Fass kaufen, gell? Keine Ahnung. Naja. Das schauen wir dann morgen in der Folge. Nö. Eigentlich hatte ich das heute nicht so vor. Du nicht? Nee. Ich schon. Nee, ich aber nicht. Okay. Ja. Kann ich ändern, ne? Nö, kann man nicht. Ist halt so. Ja. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal. Das weiß man noch nicht so genau. So, ich bin jetzt gleich schon wieder voll. Und ich glaube, dann ist der Krampe auch voll. Champ. Ja, 10,5 gehen ja in den Drescher. 74%. Aber liebe Leute, so wie immer, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Tschüss. Hallo, tschüss.